Heute stelle ich Ihnen einen besonderen Busumbau vor für Aktivfahrer und Beifahrer, also für zwei Rollstühle. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zum Ratgeber Handicap. Hier haben wir einen VW T6.1, der aber auch als Beispiel dient. Man kann ja auch einen anderen Bus in der Größe nehmen. Umgebaut für einen Aktivfahrer und Passiv. Also hier konkret kann man als Aktivfahrer bis in das Fahrzeug hineinfahren, über den seitlichen Unterflurlift, fährt dann die Transferkonsole mit dem entsprechenden Fahrersitz nach hinten, bringt ihn in meine gewünschte Sitzposition, sodass ich mit dem Rollstuhl bequem neben dem Sitz halten kann, meinen Transfer durchführe und dann vor das Lenkrad drehe. Wir haben hier vorne unter anderem eine komplette Bodenbegradigung drin für den Fahrer- und Beifahrerbereich, sodass ich hier barrierefrei, ohne irgendwelche Halterungen für Sitze und so weiter, schön bequem mit dem Rollstuhl auf die Beifahrerseite fahren kann. Zum Beispiel mit dem PR50 wie in dem Fall, eine Dockingstation verbaut. Und der Aktivfahrer parkt dann den Rollstuhl hier ab, führt den Transfer durch auf den Fahrersitz und fährt dann wieder vor das Lenkrad. Ist man jetzt in dem Fall in der richtigen Sitzposition, haben wir noch eine weitere Feinjustierung, sodass ich wirklich hier den Sitz in meine perfekte, gewünschte Position bringen kann, um in dem Fall mit einer besonders leichten Servolenkung, einem Dreizack zum Lenken und einem elektronischen Gasbremsschieber von unserem sogenannten Space Drive System ganz bequem fahren kann. In dem Fahrzeug hier werden die wichtigsten Sekundärfunktionen wie Blinker, Hupe, Licht und Scheibenwischer einfach über die Kopfstütze bedient. Ich kann also durch Druck nach rechts den Blinker rechts betätigen, Druck nach links den Blinker links, nach hinten drücken und die Hupe betätigen. Das kann ich dann alles so bequem im Kopf machen und kann meine Hände frei zum Gas geben, bremsen und lenken. Im hinteren Bereich haben wir hier ebenfalls eine komplette Bodenbegradigung, sodass wenn zum Beispiel zwei Rollstuhlfahrer mitfahren, der erste reinfährt, parkt den Rollstuhl hier ab und mittels dieser Gurte, die zur Ladungssicherung des Rollstuhls dienen, kann ich den Rollstuhl sichern. Hier kann eine dritte Person sitzen. Brauche ich den Sitzplatz nicht, sondern mehr Platz, kann ich den auch komplett noch wegdrehen und habe dann hier hinten einen riesen Kofferraum. Möchte ich noch eine vierte Person mitnehmen, kann ich hier ebenfalls den weiteren Drehsitz in Fahrtrichtung drehen und runterklappen und kann dann zu viert fahren. Ja, so ist hier in dem Fahrzeug wirklich viel Platz und Raum geschaffen worden, um mit zwei Rollstühlen fahren zu können. Ich habe Rangiermöglichkeiten, kann einen Rollstuhl parken, befestigen, Ladungssicherung ist da. Der andere Rollstuhl fährt in die Dockingstation auf die Beifahrerseite. Des Weiteren ist noch eine Busbox verbaut worden, um Utensilien abzulegen. Ja, ich würde sagen, ein sehr komfortables und funktionales Fahrzeug. Wie gesagt, es muss kein T6.1 sein. Bei uns sind einige Fahrzeuge im Vorlauf, die noch nicht verkauft sind. Man kann auch andere Fahrzeuge nehmen in der Größenordnung. Ja, die können so entsprechend umgebaut werden. Sollten Sie Fragen haben, Wünsche haben zum Umbau des Autos, zu Ihrem Krankheitsbild, wie kann ich Auto fahren, wie kann ich einen Führerschein machen, rufen Sie uns einfach an, kontaktieren Sie uns, gerne beantworten wir Ihre Fragen. Vielen Dank.